Eine ganz spannende Sache ist das Prinzip, wie funktioniert ein Isotopenmassenspektrometer? Nochmal ganz schnell hierzu. Isotope sind Atome, die nicht die typische Anzahl von Neutronen in ihrem Kern haben. Das wäre zum Beispiel Deuterium, also der zweite. Weil normalerweise hat ein Wasserstoffatom ja nur einen Atomkern, also im Atomkern nur ein Proton. Gut, okay. Ich komme gleich wieder hier drauf. Das Isotopenmassenspektrometer funktioniert im Prinzip überhaupt wie ein Massenspektrometer. Aber hier wird es dann nochmal spannend. Ich habe einen zu untersuchenden Stoff, also Sportwissenschaftler zum Beispiel, wenn es um Doping geht oder, dann macht man das ganz einfach, um Kreatin zu bestimmen oder irgendwelche anderen Dopingmittel, die im Urin enthalten waren von Sportlern und so weiter und so fort. Ich nehme jetzt mal einen zu untersuchenden Stoff jetzt nicht als Häufchen, sondern ich nehme mal in diesem Fall, weil es einfacher zu erklären ist, normalen Wasserstoff und Deuterium, also den. Es gibt auch Tritium, da würde ich in den 3 stehen. Das Wasserstoffisotop, das erstaufkommende. So, das wird in einen sogenannten Ionisator geschmissen. Da gibt es zig verschiedene Prinzipien. Stoßionisation, Photoionisation oder sonst was. Selbst wenn man etwas ganz stark erhitzt, kommt man vom gasförmigen in den ionisierten Zustand und so weiter und so fort. Das ist jetzt mal gar nicht so das Wichtige. Dann wird dieser Stoff weitergeleitet in eine sogenannte Ionenquelle, denn ab hier sind es Ionen und wird dort ausgestoßen. Über verschiedene Methoden gibt es da, elektrisch zum Beispiel. Wenn ich hier zum Beispiel positive Ionen rausbekomme, habe und ich lege hier außen ein ringförmiges, elektrisches, negativ geladenes Feld, dann werden die natürlich stärker dazu hingezogen, aber so stark beschleunigt, dass er eben, und jetzt kommt das Spannende, dass er eben dann in eine Ablenkungseinheit, eigentlich ist das schon der sogenannte Analysator, denn der trennt diese verschiedenen, sagen wir, Ionen und trennen, und zwar dadurch, wenn ich hier außen Magneten anlege, wirken magnetische Kräfte, die sogenannte Lorentzkraft, wirkt die auf Ladungsträger. Ladungsträger müssen nicht immer Elektronen sein, wissen wir ja schon. Also, das sind in diesem Fall einfach positiv geladene Teilchen. Einmal das typische Wasserstoffion und einmal das ionisierte Wasserstoffisotop. Jetzt kommt es. Diese Ablenkung, die ist aber unterschiedlich. Ich habe hier noch in Grau ein paar andere angedeutet, könnte Tritium oder sonst was sein, ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Es kommt mir nur auf die beiden, hellblau und dunkelblau, an. Wir schauen uns deswegen nochmal an. Das Ion des normalen Wasserstoffs ist also ein einziges Proton und da kommt es auf das sogenannte Massen-Ladungsverhältnis an. Ich sage mal hierzu 1 und hierzu wegen des Isotops 2. Das Masse-Ladungsverhältnis, in diesem Fall ist es ein U, ne, ein Unit, eine Einheit für ein praktisch nicht Gramm oder sowas, sondern für diese furchtbar leichten Atome pro einer Ladung. In diesem Fall könnte ich hier noch ein Plus reinschreiben, mache ich nicht. Reicht. Und wenn ich jetzt aber hier mit einem Deuterium-Ion daherkomme, dann hat das ja noch eine zusätzliche Masse, nämlich das Neutron ist im Prinzip genauso schwer wie das schon vorhandene Proton. Und das Masse-Ladungsverhältnis ist demzufolge 2 U pro Ladung, pro einer Ladung. So, und jetzt kann man sich gut vorstellen, wenn etwas beschleunigt an irgendwas vorbeifliegt, dann lassen sich die schwereren Teilchen auch schwerer hier reinziehen. Also ablenken. Ich müsste eigentlich die Lorentzkraft von der Richtung andersrum malen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Die müsste jetzt in diesem Fall mal so wirken. Also in diese Richtung werden die abgelenkt. Die leichteren lassen sich leichter ablenken und dann treffen die Teilchen letzten Endes, früher nahm man am einfachsten eine Fotoplatte, treffen die auf eine Fotoplatte, die wurde entsprechend geschwärzt und anhand der Stärke der Schwärzung und entsprechender Abstände konnte man sagen, aha, das ist das eine oder das andere. So einfach war es. Heute werden moderne, man sagt Detektoren, also Empfänger dafür genommen. Da hat man hier zum Beispiel einzelne
Faradaysche Becher, also das sind regelrechte Elektroden, die aussehen wie ein Becher. Und dann zählt man bloß, wer ist in diesen Becher reingegangen. Ich deute das mal an. Also wer ist in diesen Becher reingegangen, wer ist in diesen Becher reingegangen und so weiter und so fort. Und das wird dann lediglich wieder elektrisch ausgewertet, also oder elektronisch besser gesagt ausgewertet, noch entsprechend verstärkt als Signal, geht auch. Aber was heißt geht auch, geht besser. Damals war es eben so, mit einer Fotoplatte wurden die ersten Massenspektrometer ausgerüstet. Weshalb das mit Isotopen funktioniert, müsste klar sein, weil die nämlich verschiedene Massen haben. Denn Isotope haben immer abweichend von ihrem normalen Zustand. Guckt einfach nach. Ich glaube, ich habe hier, kann hier dann noch einen Link einfügen, nochmal zu Isotopen. Haben immer abweichende Neutronenzahlen im Kern. Jetzt hoffe ich, dass das so ausreichend verständlich gemacht wurde. Wenn ihr auf diese Links klickt, wisst ihr ja, dann bleibt dieses Video stehen und man verpasst nichts. Man kann dann nach dem Gucken, was hier dargeboten wird, hier wieder weitergucken, weil es ja stehen bleibt, das Video. Und ansonsten füge ich jetzt zum Schluss noch Links zu den entsprechenden Playlists an. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, weil ihr es verstanden habt. Das ist ja mein Ziel, ihr sollt es verstehen, sonst würde ich es nicht machen. Also, bis später. Tschüss.